mein Gewissen lässt sich nichts befehlen. Ich kann dem Kaiser nicht gehorchen, denn es ist schlecht, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helf mir. Amen. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch! Luther hatte also gewonnen. Der Reichstag zu Worms im Jahr 1521 war wie das Verbrennen der Bannbulle. Ein Jahr früher die kopernikanische Wende der Reformation, wie einer meiner Gäste behauptet. Herzlich willkommen zum ZDF-Nachtstudio am Anfang der Dekade zur Reformation. Am 31. Oktober 2017 jährt sich nämlich der legendäre Thesenanschlag Luthers an die Kirchentür zu Wittenberg zum 500. Mal. Und schon ab September 2008 wird darauf hingearbeitet. Warum so gründlich, werden wir fragen, im heutigen Nachtstudio mit dem Titel Die Reformation, Martin Luther und die Folgen. Meine Gäste im Studio sind Margot Käßmann, sie ist Bischöfin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Sie sagt, Freiheit ist der zentrale reformatorische Begriff. Otto Hermann Pesch ist römischer katholischer Theologe. Bis 1998 war er Professor für systematische Theologie und Kontroverstheologie und ist Lutherforscher. Sein Buch Hinführung zu Luther ist das katholische Standardwerk der Lutherforschung. Und sein Vorschlag im Jahr 2008 für 1917 könnte Luther kirchenrechtlich rehabilitiert werden. Thomas Kaufmann ist Professor für Kirchengeschichte an der Uni Göttingen. Er hat neben seinen akademischen Werken eine sehr spannend lesbare, kurze Einführung in Martin Luthers Leben und Wirkung geschrieben. Er sagt, Luther war der erste Medienstar der Geschichte, der die Medienrevolution der Zeit nutzte. Und Herfried Münkler, viele werden ihn kennen, er ist oft Gast im Nachtstudio, er ist Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Sein neues Buchprojekt heißt »Die Mythen der Deutschen« und er sagt, Luther setzt sich im zerrissenen Deutschland an die Spitze einer Volksbewegung. Frau Käßmann, warum so eine lange Vorbereitungszeit für das 500-jährige Jubiläum 2017? Als Evangelische Kirche in Deutschland haben wir uns überlegt, dass dieses Jubiläum nicht nur plötzlich kommen kann, gefeiert wird und vorbei ist, sondern dass wir das nutzen wollen in unserer Kirche für ein Bewusstsein dafür, was bedeutet eigentlich die Reformation heute, was bedeutet lutherische Theologie und das natürlich auch nochmal in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich denke, Martin Luther war für unsere Kirche, ich würde auch sagen für die Kirchen, natürlich von ganz grundsätzlicher Bedeutung, aber auch für diese Gesellschaft, für dieses Land und ich denke weltweit. Allein, dass er das Neue Testament damals in wenigen Wochen in die deutsche Sprache übersetzt hat, mit solcher Sprachkraft, Sprachgewalt dann auch erst eine deutsche Sprache geschaffen hat, die von Ostfriesland bis nach Bayern eine Sprachgemeinschaft geschaffen hat. Also das hat auch ganz große Bedeutung. Herr Kaufmann, dieser Thesenanschlag, 31.10.1517, der ist ja anscheinend doch ein Datum, das gesetzt ist. Was den Thesenanschlag angeht, so muss man sagen, es ist ein Erinnerungsdatum in der Geschichte des deutschen Protestantismus. Spätestens seit den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts. Die Historizität des Ereignisses als solche ist umstritten. Gleichwohl ist es sozusagen ein etablierter Erinnerungspunkt. Herr Professor Pesch, ich eine Frage. Sie sind katholischer Theologe. Sie haben aber an einer evangelischen Fakultät gelehrt. Ja. Und Sie haben sich Luther als Forschungsobjekt oder Forschungssubjekt im wahren Wortsinne herausgesucht. Warum war das bei Ihnen so? Waren Sie mit Ihrer eigenen Kirche unzufrieden oder wollten Sie nicht selber Reformator werden? Das war doch nicht schlecht. Zu viel der Ehre. Zu viel der Ehre. Die Geschichte, wie ich an Luther herankam, ist so anekdotenreich, die kann ich jetzt hier gar nicht erzählen. Jedenfalls mir als Kölner ist natürlich eine besondere Affinität zu Luther sowieso nicht in die Wiege gelegt. Ja. Man hält in Köln das protestantische Christentum für eine Kümmerform. Es ist also eine an Zufällen reiche Geschichte, wie ich an Luther gekommen bin.
Anfangs wusste ich also konkret, als ich meine Dissertation anfing über die Rechtfertigungslehre bei Thomas und Luther, Thomas von Aquin und Luther, wusste ich also ganz genau, wo die Grenze ist und wo man nur noch Nein sagen kann. Und dann ist die Rechtfertigungslehre wäre was in dem Falle jetzt? Also es geht hier um die grundlegende Aussage der lutherischen Reformation, dass die Menschen jetzt mal ganz schlicht gesagt nicht durch ihre eigenen religiösen und sonstigen guten Werke vor Gott die Gerechtigkeit erlangen, sondern allein, dass sie uns geschenkt wird, und zwar bedingungslos. Das ist im Prinzip, aber es ist nie so öffentlichkeitswirksam geworden, im Prinzip ist das beste katholische Tradition seit Augustinus und über die Hochscholastik hinweg. Aber sehr verformt in der Art, wie Luther es zu seiner Zeit zu Gesicht bekam, sodass es wirklich wie eine Neuheit wirkte, diese Dinge mal so deutlich zu sagen und vor allem mit der Öffentlichkeitswirkung. Aber zurück zu mir selbst. Ich wusste also am Anfang ganz genau, wo Nein zu sagen ist. Und dann, wie man so schön sagt, ist mir ein Fell nach dem anderen davon geschwommen. Am Schluss kam ich zu dem Ergebnis, nicht etwa, dass Luther und Thomas von Aquin in der Rechtfertigungslehre einig wären, im Sinne, dass sie dasselbe begriffliche Konzept hätten, wohl aber, dass es keinen Grund gibt, sich in diesem Punkte gegenseitig zu exkommunizieren. Das war dann mein Ergebnis und das wurde dann so ein bisschen eben auch mein Markenzeichen für die weitere Arbeit, in der ja dann eben auch noch eine ganze Menge von Aufsätzen und eben auch das Buch Hinführen zu Luther dann entstanden sind. Würden Sie sagen, Luther können wir wieder katholisch machen? Um Gottes Willen, also das wäre eine anachronistische Betrachtungsweise. Aber Tatsache ist ganz einfach, die katholische Kirche wäre heute nicht so, wie sie de facto ist, ohne die Reformation. Und seit mindestens 50 Jahren kann man auch sagen, dass die katholische Kirche begonnen hat, das, was sie damals verurteilt hat, als fruchtbare Anfrage anzunehmen und im Licht auch der eigenen Tradition durchzudenken. Herr Münkler, der Historiker ist jetzt mal gefragt. Sie haben mal geschrieben, dass dieser Thesenanschlag, ob er nun tatsächlich als Thesenanschlag stattgefunden hat oder nicht, sozusagen die akustische Repräsentation des protestantischen Selbstbewusstseins in Deutschland war. Was meinten Sie damit? Was war das für eine Zeit, sagen wir, in der dieser Thesenanschlag 1517 stattgefunden hat? Also diese Formel, die Sie jetzt zitiert haben, die beziehe ich natürlich auf sehr viel spätere Zeit, als der Prozess der Mythisierung der Person schon lange gegriffen hat und also aus den nachhallenden Hammerschlägen, die gewissermaßen jeder im Ohr hatte, jedenfalls wenn er sich auf die Seite des Protestantismus verrechnet hat, eine Form von Selbstbewusstsein erwachsen ist. Aber wenn Sie auf das frühe 16. Jahrhundert schauen, also ich habe mich, als ich jünger war, vor allen Dingen mit Messer Niccolo Machiavelli beschäftigt, habe also sozusagen die italienische Perspektive oder die Perspektive der Umgebung der Medici-Familie, die in der entscheidenden Phase ja dann den Papst stellt, gehabt. Und von daher gibt es auch so eine Wahrnehmung, wie man sie bei Nietzsche vor allen Dingen findet. Luther hat die Religion gerettet. In einer Situation, in der die aufgeklärte Welt eigentlich im Begriffe war, diesen Wurm des Inneren zu beseitigen und sich in die kalte, trockene Luft des Politischen und der Kultur hineinzubegeben. Herr Kaufmann, ist Luther sozusagen aus dieser Zeit herausgewachsen oder hat er vielleicht diese Zeit auch erst geprägt? Denn die Situation in Deutschland war ja auch eine ganz besondere. Ja, also im Unterschied zu dem, wie Herr Münkler es jetzt charakterisiert hat, würde ich schon von einer gewissen sozusagen pluralen Ausgangssituation des Katholizismus um 1500 ausgehen. Mhm. Wir haben in Deutschland ganz spezifische Konstellationen, die sich von den italienischen deutlich unterscheiden. Es gibt sozusagen so etwas wie eine deutschlandpolitische Inkompetenz in Rom, also ganz geringe Kontakte zwischen der römischen Kurie und dem deutschen Episkopat etwa. Die katholische Kirche um 1500 stellt sich als ein in sich höchst plurales Phänomen dar. Und Luther ist eine Gestalt, der es mit der Religion enorm ernst ist und mit der Liebe zur Kirche enorm ernst ist. Der sozusagen hineingerät in eine Konfliktsituation,
die dadurch geprägt ist, dass er zunächst diese Kirche retten will. Er will sie retten angesichts imminenter Glaubwürdigkeitsverluste. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Situation. Insofern ist er in gewisser Weise mit Savonarola vergleichbar. Aber was eben für Luther dann ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt nicht mehr funktioniert, ist dieses klassisch, sagen wir mal, katholische Entlastungssystem. Im Sinne sozusagen stellvertretender Frömmigkeitspraxis, etwa der Mönche, die eine exemplarische Christlichkeit leben im Unterschied zu einer mehr oder weniger verweltlichten, bürgerlich-ständischen Elite. Ich fand den Hinweis auf Savonarola hier besonders, also diesen Mönch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, der in Florenz mit seinen Reformforderungen gescheitert ist und hingerichtet wurde, sehr erhellend. Es gibt da ja auch aus dem Umfeld des Lutherjahres die ein und andere Studie dazu. Und ich finde, der Unterschied zwischen beiden ist hier besonders charakteristisch. Savonarola ist also der Repräsentant der nachdrücklichen Reformforderungen, die die edelsten Geister der Zeit, also alle, vertraten, als Reformforderungen mehr oder weniger auf dem moralischen Gebiet, den Niedergang der Päpste und das unglaubliche Wesen der Renaissance-Päpste und so fort. Warum war Luther in diesem Zusammenhang erfolgreich und Savonarola nicht? Ich habe immer den Eindruck, also bei aller Wertschätzung durch die Profanhistoriker hier auf den Erdboden zurückgebracht zu werden, das geht nicht ohne eine bestimmte theologische Aussage. Und die sehe ich darin, dass Luther im Unterschied zu Savonarola diese Schäden der Kirche nicht nur auf dem moralischen Gebiet sieht, sondern begründet sieht in einer falschen Frömmigkeit, unterstützt durch eine höchst problematische Theologie der Zeit, die zwar geltend war, aber sogar von heutigen Forschern also als wurzelhaft unkatholisch, um den alten Lorz einmal zu zitieren. Sie meinen, jetzt, Moment, darf ich noch einen Satz dazu sagen? Bitte, gerne. Und diese falsche Frömmigkeit, die dann vor allem also auch in der Kritik am Ablasswesen dann diagnostiziert wird, das hat die Leute überzeugt. Die haben gemerkt, auf die Weise können wir unser Gottesverhältnis nicht regulieren. Bester Beweis, wenige Jahre nach Luthers Ablassthesen sind die Ablasskampagnen vollständig zusammengebrochen. 1523, Bernd Möller hat das nachgewiesen, 1523 ist die letzte Ablasskampagne. Die Leute haben sich davon nichts mehr versprochen. Und das war der Erfolgsquotient, denke ich immer. Was war, als einfacher Theologe. Was war diese Ablasskampagne? Was war da wurde ja Seelenheil verkauft. Also in der Sprache der Politikwissenschaft, die ich ja zu sprechen habe, würde ich sagen, es ist die Kapitalisierung der Sorge um das Heil. Ja. Indem man also versucht, wie andere Bodenschätze kapitalisieren, eben dieses Selbstverhältnis zu kapitalisieren. Aber es gab ja einen Sozialtarif. Also, nur, also das Ganze nur sozusagen über die finanzielle Schiene abzuwickeln, geht glaube ich nicht. Aber ich meine, der konnte ja auch eines Plenarablasses teilhaftig werden. Es kommt ein Punkt herein, den Sie vorhin angesprochen haben, als Sie gesagt haben, das Verhältnis zu Frankreich ist ein anderes. Die Franzosen sind zu einem relativ frühen Zeitpunkt den Weg in den Gallikanismus gegangen. Ja. Das heißt, sie hatten Möglichkeiten des Widerstandes gegen den permanenten Kapitalabfluss nach Rom. Das heißt, in Deutschland die römische nicht so Kirche brauchte Geld, um Petersdom neu zu bauen. Beispielsweise nicht, aber sozusagen, aber natürlich und auch eine repräsentative Hochhalt. Der Mainz brauchte auch Geld, weil er Schulden hatte. Genau. Und da hat man dann gesagt, okay, im Prinzip... Und das sollte man, glaube ich, auch noch dazu fügen. Im Bankensystem, also gib mir Geld und... Ja, aber dieses fiskalische Moment ist, glaube ich, in der alten protestantischen Agitation immer überzogen worden. Ja. Also so viel Geld ist gar nicht nach Rom geflossen. Okay. Das ist doch egal. Wenn man versucht, zu erklären, warum die Sache in Deutschland greift, agitatorisch, dann ist die Verknüpfung mit den Gravamina und dem Brief von Kanzler Mayer und der hämischen Antwort von Ennio Silvio Piccolomini, das ist einfach ganz wichtig, weil hier die Mentalitäten sich durchsetzen, weil sich hier eine Gruppierung von Fürsten zusammenfügen lässt zu einem Programm, allein mit der Vorstellung, ich befreie euch von gewissen Sorgen eurer Seele, weil nicht die Gerechtigkeit, sondern die Gnade an die Stelle ist, kommt man politisch nicht durch, sondern man muss etwas organisieren können. Aber es war doch die Angst, es war ein Geschäft mit der Angst der Menschen und gerade ein Geschäft mit der Angst der kleinen Leute, das war es schon, das denke ich. Frau Käßmann, ich würde gern Frau Käßmann noch mal ins Gespräch holen, sonst sind die drei Herren so ganz unter sich. Was ist denn das spezifisch Reformatorische, was Luther nicht als Erster, aber so als der Erfolgreichste doch dann
so erfolgreich auch praktiziert hat. Was also ich würde auch sagen? Anders als das politische, Herr Pesch, zustimmen, ist das theologische Befreiungsmoment, das, denke ich, auch bei den kleinen Leuten durchaus verstehbar war und gewirkt hat. Es ist nicht irgendein Mensch, Priester, Papst, der mir Zugang zu Gott verschafft, auch nicht indem ich zur Heiligen ihn verhindern kann, auch nicht zu Heiligen, zu denen ich bete, sondern es ist tatsächlich, ich kann ein unmittelbares Gottesverhältnis gewinnen und dazu die Weltverantwortung. Das gehört für mich immer dazu, also an den christlichen Adel deutscher Nation. Da wird ja auch sehr deutlich, dass ein Christ einerseits diese Freiheit hat durch die geschenkte Gnade Gottes, die ich mir nicht erarbeiten, erwirtschaften kann, aber diese Freiheit mich auch zur Verantwortung in der Welt drängt. Also ein freier Herr aller Dinge, aber auch ein dienstbarer Knecht aller Dinge. Und ich denke, diese Spannung, die ist für heute, gerade für die reformatorischen Kirchen, prägend. Wie kommt ein Augustinermensch, das war er ja, auf diese Idee zu sagen, Moment mal, hier diese Hierarchisierung der Kirche, das ist falsch. Wir müssen ganz anders anfangen, sozusagen wieder ganz neu anfangen. Also für mich als, sag ich mal, als Theologin ist das Entscheidende, dass er das an der Bibel selbst gewinnt. Ich glaube, das ist auch bis heute typisch evangelisch. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, lesen wir in der Bibel nach. Ich war mal in einem russisch-orthodoxen Frauenkloster, das weiß ich noch, dann sagte die Äbtissin dann, sie hätten jetzt viele junge Frauen, die in der Sowjetunion aufgewachsen seien, nichts vom christlichen Glauben wüssten, aber jetzt alle zum Christentum kämen. Habe ich gesagt, ja, wie machen Sie das mit Bibelkursen jeden Abend oder Ähnlichem? Sagt sie, ach, die brauchen keine Bibel lesen, die können die Ikone anschauen in ihrer Kammer und dann haben sie in den Augen der Ikone das ganze Evangelium. Da habe ich gemerkt, es ist typisch evangelisch. Ich möchte natürlich immer, dass die Menschen selbst nachlesen, ihr Gewissen schärfen, an der Bibel fragen, sich über die Bibel streiten und dann von der Bibel her versuchen, in ethischen Fragen Wegweisung zu finden und aus dem eigenen Gewissen heraus dann aber auch so einen Mut zu haben, Welt mitzugestalten, dass sie, ob er es nun gesagt hat oder nicht, historisch gesehen, aber wie Luther mit einer Haltung dastehen können und sagen, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Ich meine, diese Polarität von politisch-theologisch ist natürlich aus der Sicht des Kirchenhistorikers, der sozusagen beides irgendwie zu bedenken versucht, unproduktiv. Mir scheint der zündende Gedanke, der vielleicht revolutionärste Gedanke Luthers überhaupt, eben die Idee des Priestertums aller Gläubigen zu sein, wo ein bestimmtes ekklesiologisches, also Kirchenverständnis und eine bestimmte sozusagen Handlungsermöglichung in Bezug auf die Laien eben zusammenkommt. Und das ist letztlich im Grunde, das kann man wirklich verdichten auf die Adelsschrift, der Punkt, von dem her ich sagen würde, so etwas wie eine reformatorische Bewegung wird konstituiert, wird möglich und dann setzt im Grunde auch dieser Medienhype ein. Erfindet Luther aufgrund der Lektüre das Individuum? Also von einer Erfindung des Individuums würde ich in dem Sinne abstrakt nicht sprechen. Wir haben natürlich in der mystischen Literatur enorm intensive sozusagen Subjektreflexionen des Einzelnen über sich selbst, über sein Gottesverhältnis im Spiegel biblischer, mystisch interpretierter Texte. Das ist keine Erfindung Luthers. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass das Ich im Verhältnis zu seinem Gott, wie es Frau Käßmann gesagt hat, sozusagen eine Unmittelbarkeit des Zugangs zu Gott erfährt, unabhängig von der Sakralinstitution, unabhängig von einer vermittelnden Hierarchie etc. Ja, und auch, dass ich dann tatsächlich sich herausnimmt, den Fürsten selbst zu kritisieren, sich ja auch politisch nicht unterordnet. Also wie ich kann auch jetzt dadurch, dass ich die Bibel als wirklichen Leitfaden meines Lebens habe, kann ich gegen Hierarchien aufstehen. Das meinte ich damit. So ein Herr Pesch. Also kann dem nur zustimmen. Luther gewinnt diesen Einsichten und auch den Mut, gegebenenfalls Widerstand zu leisten, durch seine Bibelexegese. Ganz speziell kann man das nun wirklich zeigen, dass die Ablasspredigt, die Kritik am Ablasswesen, ihre Wurzel in der Römerbriefvorlesung hat, nicht? Wo ihm das klar wird. Der Skandal des Ablasswesens besteht ja letztlich nicht in der Kommerzialisierung. Das ist schlimm genug. Aber der eigentliche Skandal besteht in dem dahinterstehenden Gottesbild. Nämlich, Gott ist unbestechlich gerecht und davon kann er nicht los. Aber mit Bedingungen, die der Papst festlegt, sind wir in der Lage, durch bestimmte religiöse Werke ihn, Gott sozusagen, zu einem Akt des Erbarmens zu zwingen, den er eigentlich vor seiner Gerechtigkeit gar nicht verantworten kann. Genau. Dieses Gottesbild ist der Skandal. Und da muss man nur mal aufmerksam Paulus lesen und ihn auch womöglich nach dem Urtext genau interpretieren. Ich sage immer gerne, die Reformation beginnt im Hörsaal. Es ist zunächst mal ein
wissenschaftlich weiterkommendes Auseinandersetzung mit Paulus und der augustinischen Tradition dazu. Das fasst alles zusammen. Ich will jetzt keine Einzelheiten nennen, das wäre Oberseminar. Aber da hat es die Wurzel. Und deswegen halte ich persönlich immer die 58. Ablassthese für die wichtigste, nämlich da steht's: Der Schatz, aus dem der Papst die Ablässe austeilt, ist nicht der Schatz der Verdienste Christi und der Heiligen, denn dieser bewirkt allezeit ohne Zutun des Papstes die Gnade des innerlichen Menschen. Da ist das, wenn man Sie so wollen, die Entdeckung des Individuums, obwohl das eine anachronistisch moderne Formulierung wäre. Aber ich meinte genau das, was Sie ausgeführt haben. Herr Münkler, aber liegt das nicht auch in der Zeit begründet? Also ist der Luther nicht tatsächlich auch ein Kind der Zeit? Also es geht ja los, ein Individuum oder ein Ich-Mensch, wie Kolumbus sagt, Moment, ich fahre nach Indien, aber falschen Weg, weil ich sage, die Erde ist rund, weil ich das nämlich weiß jetzt mittlerweile. Ne? Oder aber es geht einer hin in Florenz ein bisschen früher und sagt, Moment mal, ich mache mal eine doppelte Buchführung, ich will mal gucken, wie das irgendwie ist, wenn ich Ausgaben und Einnahmen irgendwie vergleiche. Das heißt, jetzt kommt Luther, also ich erzähle das wirklich einfach sehr, sehr heruntergedimmt, dann kommt Luther und sagt, ich lese mal selber in der Bibel, denn die Bibel ist ja da, wir haben auch den Buchdruck, Gutenberg kommt dann wieder, vorher noch, und hat jetzt diese Bibel gemacht. Ist das sozusagen diese Medienzeit, diese Umbruchzeit Anfang des 16. Jahrhunderts, Ende des 15. Jahrhunderts, das, was Luther dann tatsächlich genial aufgreift? Also eine gewisse Ambivalenz ist unüberschaubar und deswegen würde ich gerne an dem Begriff der Spaltung oder dem Aufbrechen der Synthesen festhalten. Auf der einen Seite lässt sich natürlich beschreiben, wie das, was Sie ins Auge gefasst haben, eine Form der Rationalisierung der Weltverhältnisse ist. Diese Rationalisierung findet auch dort ihren Ausdruck, wo etwa die Philologie ungeheure Fortschritte macht, ohne die Reformation nicht vorstellbar wäre. Aber das ist eine humanistische Leistung. An der setzt er auf der einen Seite an, nicht? Sozusagen für seine Bibelübersetzung braucht er diese philologischen Grundlagen. Er braucht letzten Endes auch Philipp Melanchthon, mit dem er sich ja charakterlich, von dem er sich deutlich unterscheidet, aber sozusagen dessen Kompetenzen als Philologen sind unverzichtbar. Charakterlich unterscheidet er sich so ungefähr von jedem. Ja gut, aber sozusagen zum Magister Philipps, nicht? Ja, klar, aber sozusagen der fein arbeitet, während er der grobe Waldrechter sei, wie er das ausdrückt. Aber auf der anderen Seite wehrt er sich natürlich genau gegen diese Rationalisierung des Lebens, wie Sie das angesprochen haben, Herr Petsch, nicht? Sozusagen aus dem Geist der Renaissance heraus verwandeln wir Gott in einen Geschäftspartner. Setzen wir in unsere Hauptbücher eine Spalte ein pro Dio, nicht? Und dann kriegt er halt 10% oder wenn es in die Miese geht, kriegt er auch wieder was abgezogen. Das ist etwas, wogegen Luther rebelliert. Aber das ist der Geist, der natürlich in dem Bankierssohn Papst Leo dem X., also einem Medici, drinsteckt. Nicht? Hier haben Sie die Ambivalenz. Da kann man, glaube ich, Luther nicht einseitig auf eine Position festlegen, sondern in der einen Seite profitiert er von der Philologie, aber auf der anderen Seite wehrt er sich gegen das, was wir, sagen wir mal, die Modernität der Welt nennen. Aber meine Frage ist, das ist natürlich das eine, dass er die wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit aufgreift, sich zu Nutzen macht. Also wenn Gutenberg nicht vorher den Buchdruck erfunden hätte, wäre die Frage, hätte er seine Botschaft so in die Lande bringen können? Das ist das eine. Für mich ist das andere doch nochmal die Frage der Angst, in der die Menschen gelebt haben in der Zeit. Also diesen ungeheuren Ängsten, auch religiösen Ängsten. Und ob das nicht die zentrale Befreiung ist, das heißt ein zugewandter Gott. Der andere Film, wir haben ja eben den von 83 gesehen, ich finde der neueste Luther-Film mit Joseph Fiennes als Martin Luther, natürlich ein sehr hagerer Luther, wir haben immer so opulentere Luther-Bilder. Die sind doch authentischer. Ja, und Kramer hat ihn ja doch so naturalistisch gesehen. Das war ja noch auch gerne und gut gelebt. Ganz genau. Das tun die Lutheraner ja heute auch noch ganz gerne. Aber da ist jedenfalls eine Szene drin, dass Luther einen Selbstmörder beerdigt. Das ist unhistorisch, das weiß ich. Aber ich fand, das als Schlüsselszene zu nehmen für einen Film, um zu zeigen, ich setze mich über Gesetze, die Kirche macht, hinweg, um die Liebe Gottes zu den Menschen zu zeigen. Gott ist ein den Menschen zugewandter Gott und nicht dieser ständig strafende Gott, vor dem ich mich fürchten muss, vor dem ich Angst haben muss. Insofern fand ich das eine gute Schlüsselszene für die religiöse Befreiung, für die Glaubensbefreiung der Menschen und dass Martin Luther seine Kraft auch aus seinem Glauben
gewonnen hat, wird deutlich, denke ich, auch in so einer Szene, dass er die Wartburg dann verlässt und Friedrich dem Weisen sagt, du kannst mich jetzt nicht mehr schützen, es muss mich ein anderer schützen. Also es ist auch ein tiefes eigenes Gottvertrauen. Aber natürlich, er hat ja einen Schutzwall um sich herum. Also wenn man diesen Reichstag sieht, also wenn er da keine Fürstenmächte hinter sich gehabt hätte, wäre das ganz anders aussehen. Aber ist das ist Luther sozusagen auch ein typisch deutsches Phänomen? Denn er ist ja bis heute ist er immer in diesen Nationalhelden-Rankings immer ganz oben. Sie waren ja 2003 sozusagen Wettpatin für Martin Luther. Gehört einer zu den besten Deutschen. Also, zweiten Platz haben wir gemacht. Ja, sehr zweiten. Also ich würde zunächst mal so sagen, das, was typisch deutsch ist, ist zunächst sozusagen eine Identitätskonstruktion, die im frühen 16. Jahrhundert allererst beginnt. Ja. Also wir haben natürlich bestimmte Nationalstereotypen. Fressen wie die Böhmen, saufen wie die Deutschen, ist sozusagen ein Schlagwort, dessen sich Luther ganz selbstverständlich bedient. Aber keineswegs affirmativ. Es gibt dann Bemühungen der Humanisten, so etwas wie eine Konstruktion der deutschen Vergangenheit, also der Arminius etc. Demgegenüber ist Luther ausgesprochen zurückhaltend. Er kann allerdings, das würde ich eindeutig sagen, und das macht auch ein Stück weit seinen Erfolg aus, er versteht es auf der Klaviatur des nationalen Diskurses, würden wir sagen, zu spielen. Und er sagt, er hat den Sachsenherzog Hermann von Herzen lieb. Ja. Also Arminius. Ne? Ja, okay. Also es gibt sozusagen diese Anknüpfung, er spielt damit, aber es ist natürlich beileibe nicht so engagiert wie bei den Humanisten, die ihrerseits natürlich sehr bemüht sind, so etwas wie ein deutsches Selbstbewusstsein gegenüber dem permanenten Hochmut der Welschen überhaupt erst zu etablieren. Ja. Da wird Gutenberg entdeckt, im Grunde als eine Identitätsfigur etc. Ja. Luther hat sich selbst der Prophet der Deutschen genannt, das ist klar. Aber die Nationalisierung der Figur ist natürlich ein Phänomen, ich würde sagen, der späten, frühen Neuzeit, in dem der deutsche Protestantismus in ganz eminentem Maße bezogen war, auch auf das Reich. Und sozusagen nationale Identitätsmuster jedenfalls für die Protestanten viel wichtiger waren als für den immer irgendwie auch transalpin orientierten Katholizismus. Das wurde aber ja nicht nur von den Protestanten getan, sondern es wurde auch immer wieder politisch aufgegriffen. Sie haben jetzt 83 genannt. Da war ja interessant, dass dann in der DDR ein Luther-Jubiläum gefeiert werden konnte. Und auch bei den Nationalsozialisten war ein Versuch, da ihn zu stilisieren, auch zu diesem deutschen Helden, an den er sich so, denke ich, selbst gar nicht gesehen hat. Er hat ja selbst auch gesagt, man sollte keine Kirche nach ihm nennen, weil er die eigene Fehlbarkeit, denke ich, schon gesehen hat. Ja. Inwieweit spielt jetzt bei dieser Nationalisierung und aber auch bei der Ausbreitung der Lehre diese Bibelübersetzung eine wichtige Rolle? Denn die katholische Kirche hat ja es mit der Bibel nicht so genau. Also die Vulgata, die lateinische Version, die war zeitweise verboten. Bibellektüre ist nicht das Innerste, was im Katholizismus vorhanden ist. Das stimmt nicht ganz. Es gab schon vor Luther Versuche einer deutschen Bibelübersetzung, die natürlich nicht sehr publikumswirksam wurden. Aber immerhin 20 Drucke. Ja, und Luther hat natürlich einfach durch seine Sprachkraft den größeren Vorteil gehabt, so weit, dass es also katholische Raubdrucke gab, die unter anderem Namen mit kleinen Retuschen, wo es also dogmatisch problematisch war, Luthers Bibelübersetzung nachdruckten. Nicht? Das ist also ein deutliches Phänomen und Luther hat da sogar gegen opponiert und zwar mit einem Anfängen von urheberrechtlichen Bedenken, nicht weil er sein eigenes Honorar einstreichen wollte, das hat er immer abgelehnt, das darf man nicht mit Paulus. Man darf für die Evangeliumsverkündigung kein Honorar nehmen, er hätte ein reicher Mann wert sein können durch seine vielen Drucke. Das gab nicht. Es damals aber, schon, diese Copyright-Diskussion? Nein, das gab es gar nicht, das sind die Anfänge. Aber er hat dagegen protestiert, dass die Drucker in Wittenberg, die seine Ausgabe druckten, durch die Raubdrucke geschädigt wurden. Herr Pesch, wenn ich noch mal da einhaken darf, er hat auch deshalb protestiert wegen der abgründigen Verlogenheit, dass Emser und die Säcke in Dresden sozusagen Raubdrucke von ihm machen und gleichzeitig sein Neues Testament unter Strafe stellen. Diese Verlogenheit war ihm schlechterdings anstößig. Das ist das wirtschaftliche Interesse in Bezug auf den Wittenberger Buchmarkt, ist klar. Aber
Nochmal zurück zu Ihrer Frage. Also dadurch hat Luther natürlich einen großen Vorsprung mal zunächst gehabt, zumal eben auch gleichzeitig der Gottesdienst deutsch wurde, die Gemeinde mit Luther zu singen und gemeinsam zu beten anfing. Das, wo wir Katholiken noch 450 Jahre warten mussten, bis die Gemeinde zum Subjekt des Gottesdienstes wurde. Das ist das eine. Und zum anderen kommt dann jetzt eben hinzu, dass auf diese Weise jetzt die Gläubigen nun mal direkt mit dem Bibeltext konfrontiert wurden. Und umgekehrt war das von römischer Seite als so gefährlich betrachtet worden, dass im Anschluss daran zunächst einmal die Bibellektüre durch die Laien von der Kirche verboten wurde, mit dem ausdrücklichen Argument, damit die Häresie nicht gefördert wird. Ja, genau. Ich denke, wir müssen uns auch vorstellen, weil Sie fragen, welche Bedeutung hat die Übersetzung? Ja. Das ist ja ein ungeheurer Bildungsvorgang, der in Gang gesetzt wurde. Ich denke immer, dass der Protestantismus die Bildung sich so auf die Fahnen geschrieben hat, hängt damit auch zusammen. Luther hat ja die Fürsten auch aufgefordert, Schulen zu gründen, Jungen- und Mädchenschulen übrigens schon, damit die Kinder lesen lernen und dann selbst in der Bibel nachlesen können. Also ich denke, eine ganze Idee von Bildung, der einzelne Mensch auch, das ist wieder das Individuum, bildet sich und ist in der Lage, selbst nachzulesen, was da steht und dann auch Kriterien zu finden, kritisch zu hinterfragen, zu unterscheiden, was ist wahrhaftig, was ist nicht wahrhaftig. Wenn ich mich kurz einhaken darf, also an der Bibel sieht man meines Erachtens sehr schön, was Sie vorhin angesprochen haben, inwiefern ist Luther ein Kind seiner Zeit. Er setzt natürlich voraus, dass es volkssprachliche Bibelübersetzung vor ihm gibt. Er setzt voraus, dass es eine städtische Laienbildung gibt, die ein eminentes Leseinteresse hat, dass es einen Hunger nach der volkssprachlichen Bibel gibt. All diese Voraussetzungen werden realisiert. Unmittelbar vor Luther, freilich vor allem in lateinischen Texten, ist es Erasmus von Rotterdam, der für die volkssprachliche Bibel eintritt. Ja. Also ohne diese Voraussetzungen hätte sozusagen die Wirkung der Lutherbibel niemals die Intensität erreicht. Herr Münkler, gab es denn genug Leute, die lesen konnten? Wie war der Alphabetisierungsstand etwa in dieser Zeit? Der war nicht so hoch, aber es gab hinreichend Leute, die vorlesen konnten. Mhm. Nicht? Und wenn sie Einblattdrucke hatten, dann bildete sich darum ein Halbkreis oder auch mehr. Und einer hat das vorgelesen, sodass also das schon durchgreift. Die entscheidende Grenze ist sicherlich die Frage Lateinisch oder Deutsch, wobei dieses Deutsch, das Luther geschrieben hat, uns ja heute sehr schwer fällt zu lesen und zu verstehen. Das hängt davon ab, wie viel man das liest. Ja, das ist natürlich, wenn man es Tag und Nacht liest. Sie zitieren ja quasi in der Original. Wer bei mir im Seminar sitzt, der kann das. Aber ich würde gerne, was Herr Pesch gesagt hat und was Sie gesagt haben, aufgreifen für eine ganz vielleicht hintenrum gedachte Frage. Wenn man, und da ist ja eine These von Christina von Braun, einer Kollegin bei Ihnen, wenn man zum Beispiel die heiligen Bücher, nehmen wir jetzt die Bibel, den Koran und das Alte Testament, in einer Sprache, die man lesen kann, verfasst, und zwar in Griechisch erstmal, indem man niemand anderes braucht, der ihm etwa, dem Leser etwas erklärt, in dem Vokale dort drinnen, ist die Häresie schon geboren. Durch das Lesen, selber Lesen, hat man schon ein heretisches Moment, irgendwo weiterzukommen. Deshalb meine Frage, ist denn der Protestantismus, ob er nun jetzt in der erfolgreichen lutherischen Form oder in der vorangehenden, also Jan Hus oder so etwas, die ja auch auf die Bibel rekurrieren, so etwas wie ein Fortschreiten der Geschichte? Also wenn man sagt, wenn diese Frage, die Sie gestellt haben, umformuliert dahingehend, wer verfügt über die verbindliche Interpretation, dann ist natürlich von dem Augenblick, wo jeder selber liest, auch jeder selber derjenige, der über die verbindliche Interpretation für sich verfügt. Und das ist ein Schub von Individualisierung. Die Folge ist natürlich ein wildes Chaos von Interpretationen. Und das ist ein Problem, mit dem ja auch Luther zu tun gehabt hat, als es in Wittenberg losgeht, nicht? Also es muss ja kein wildes Chaos sein. Es gibt ja dann auch also den Versuch des Ringens um die gemeinsame Lehre und die kirchliche also Ordnung. Aber es macht natürlich den Protestantismus auch so vielfältig, wie er ist. Das ist ja der Vorteil des Katholizismus. Ich denke, der ist innen
Ja, genauso differenziert, würde ich sagen, aber wie der Protestantismus. Aber er scheint nach außen, auch für die Medien dann immer einheitlicher, weil man meint, es gibt diese eine Interpretation, die für alle steht. Und Herr Kaufmann hat vorhin schon das Priestertum aller Getauften genannt. Ja. Da gibt es ein hohes Bewusstsein in unseren Gemeinden, dass ein Kirchenvorstand mit einem Pastor ringen kann, ob das Abendmahl mit Saft oder Wein gefeiert wird und auch ein Selbstbewusstsein hat, diese theologischen Fragen mit aufzugreifen. Das hat auch dazu geführt, denke ich, das hat Luther wahrscheinlich nicht im Blick gehabt, aber Priestertum aller Getauften heißt auch Priestertum von Frauen und Männern in der letzten Konsequenz. Also das macht den Protestantismus in sich vielfältiger, zumindest in seiner Außenerscheinung, als es eine Kirche ist, wo die Lehre vom Vatikan vorgegeben wird. Okay, meine Frage geht eigentlich sogar noch weiter. Gibt es so etwas nach dem Christentum? Dann die Reformation im Glauben, dann vielleicht einen Schritt hin zur Demokratie. Gibt es so etwas wie Reformation ohne Theologie? Also wenn man etwa die Aufklärer dann nimmt, sozusagen als die Erben, also die späteren Aufklärer, als die Erben einer Reformation, die aus dem Glauben gekommen ist. Also gibt es so etwas wie ein Hegelchen, Fortschritt der Geschichte, wenn man das so also die Entreligiosität, also das Verschwinden der Religion als Fortschritt der Geschichte zu beschreiben, werden Sie mir nicht abnötigen. Also nein. Als Fortschreiten der Geschichte. Also was ich sagen würde, ist, dass es Wirkungen gibt, dass es Transformationsprozesse gibt, die in der Tat irgendwie auch jedenfalls in der abendländischen Geschichte mit der Reformation zu tun haben. Sie haben es angesprochen, Herr Pesch, auch das. Die katholische Kirche ist im Zuge der Reformation in Auseinandersetzung mit ihr eine andere geworden. Es gibt einen sozusagen irreversiblen Pluralisierungsprozess des lateineuropäischen Christentums, der mit der Reformation einsetzt und aus dem eine ganze Reihe an gesellschaftlichen, kulturellen Fernwirkungen hervorgehen. Aber ich meine, dass Demokratie in der letzten Konsequenz ein Ausfluss dessen ist, dass der einzelne Mensch nachdenken darf, sich eine Meinung bilden darf, die auch im Gegensatz steht zur Obrigkeit. Das würde ich sagen, ist dann in der säkularen Form eine Fortführung des reformatorischen Denkens. Aber das heißt nicht, dass es in der Demokratie keine Religion gibt. Und das meine ich jetzt. Frau Bischöfin, unsere Kirchen und Theologen haben aber auch bis 1945 gebraucht, bis sie sozusagen eindeutig demokratieaffine Positionen haben. Ja, und wir lernen das immer noch neu und jeden Tag weiter. Ja, da auch nochmal einhaken. Also man kann beim besten Willen Luther nicht für einen Demokraten halten. Nein, das wäre das. Und Römer 13 war gut. Aber so wie die Religionsfreiheit im heutigen Sinne auf der Fluchtlinie von Luthers Freiheit eines Christenmenschen liegt, das würde ich ohne weiteres so sagen wollen, mit vielen Zwischenstufen, so liegt auch irgendwie die Demokratie auf der Fluchtlinie des Mitspracherechts der Gemeinden bei der Bestellung von Amtsträgern und so weiter im 16. Jahrhundert. Mhm. Tatsache ist nur, es wurde schon erwähnt, also bis 1945 waren konservative Lutheraner immer noch nicht versöhnt mit der Demokratie und im Grunde Monarchisten, mal ganz zu schweigen von den deutschen Christen und was die dann noch getrieben haben. Und die katholische Kirche hat bis... Luther beriefen, vor allen Dingen auch unsere Nationalsozialisten. Für die katholische Kirche hat das ja gedauert bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, bis zur Pastoralkonstitution, wo endlich mal, also ganz eindeutig ein Plädoyer für die Demokratie als die eigentlich angemessene Staatsform gelegt wurde. Karl Barth hat es ein bisschen früher gemerkt, Christengemeinde und Bürgergemeinde 1938. Wenn ich noch einmal zurückkommen darf auf die Frage der individuellen Auslegung. Es war ja schon ein Methodenstreit zu Beginn auch von Luthers akademischer Karriere. Ist der Maßstab für die Bibelauslegung die Vätertradition? Oder ist es der Text selber? Jetzt kommt die große Bewegung Exegese nach dem Urtext auf. Luther diktiert zwar den Römerbrief noch nach dem lateinischen Text, aber exegesiert nach dem von Erasmus herausgegebenen griechischen Neuen Testament. Jetzt kommt es also nicht mehr darauf an, die Vätertradition zu kennen, sondern Griechisch und Hebräisch zu können. Mhm. Und da ist Luther, der ja natürlich noch von heute aus gesehen ganz fundamentalistisch, die Bibel als so, wie sie da liegt, als Wort Gottes versteht, kommt jetzt das ganze Pathos des Wortes Gottes, verbindet sich mit dem Urtext, wenn man Griechisch und Hebräisch kann.
dass daraufhin jetzt nun eine Situation einstand, wo nach drei, vier Jahrzehnten man unter dem Stichwort Sola Scriptura sich gegenseitig mit der hocherhobenen Hand, Bibel in der hocherhobenen Hand gegenseitig bekriegte, hat Luther sich nicht vorstellen können. Dass also eine historisch-kritische Methode erfunden wurde, bedeutet oder ist in der Auseinandersetzung mit Zwingli in Marburg. Ja, zum Beispiel. Da geht es um also eine die Erfahrung der Krise des Schriftprinzips ist für mich sozusagen der Motor der binnenreformatorischen Pluralisierung. Also das, es funktioniert einfach nicht so ohne weiteres. Aber das hat Luther nicht ahnen können anfangs. Nee, und er hat es natürlich auch nicht akzeptiert. Deswegen kann man am Anfang auch nicht sagen, wie immer von katholischer Seite ihm vorgeworfen wird, er habe seine eigene Auslegung zum Papst gemacht, er habe sich selbst an die Stelle des päpstlichen Lehramtes gesetzt mit seiner Bibelauslegung. Ja, aber, ein Vorwurf, der Luther überhaupt gar nicht verständlich gewesen wäre. Aber in seiner Wirkung war er doch dann also sehr gegen Pluralismus. Also natürlich. Er war gegen die Bauernkriege, weil er eigentlich gegen Münzer war. So, er war gegen die Juden, weil die Juden sich nicht gleich haben reformieren lassen und so weiter. Also er hatte schon so gegen etwas wie ein diktatorisches, gegen Zwingli, ein diktatorisches ein Habitus, sage ich jetzt mal. Also Sie haben vorhin ja die Frage nach dem Deutschen gestellt. Ja. Und da muss man sehen, dass er einen bestimmten Typus in Deutschland verkörpert, nämlich eher diese bäuerliche Sicht, nicht? Der hat einen anti-urbanen Affekt. Also das finde ich geradezu. Nein. Das ist Luther-Mythologie des 19. Jahrhunderts. Der Bauernsohn, der stand. Nein, also das geht überhaupt gar nicht. Der Mann hat niemals auf dem Land gelebt. Er hat einen ganz dezidiert städtischen Hintergrund. Seine ganze Bildungsgeschichte ist ausschließlich im städtischen Kontext. Er ist in einem dezidiert. Kleinstädte. Nein, ich bitte Sie. Er ist in einem Bettelorden, der ganz und gar seinen Sitz im Leben in der Stadt hat. Also Sie dürfen jetzt unter städtisch bitte nicht Florenz verstehen. Urban. Ja, aber was meinen Sie unter Urbanität in Bezug auf das deutsche 16. Jahrhundert? Wenn Sie sich Butze anschauen, wenn Sie sich Zwingli anschauen, also die Leute in den oberdeutschen Städten sind, ja, die auch mit einer ganz anderen Form der Kommunalverfassung vertraut sind, die also gewissermaßen nicht Landesherrschaft kennen, die denken also für Sie anders. Ist städtisch identisch mit oberdeutsch-reichsstädtisch. Also auf der Ebene können wir uns verständigen. Ja. Aber in Mecklenburg werden Sie... Antiurbaner Affekt. Eingeschlossen auch die Frage des Wuchers. Aber also städtisch sozusagen ist nicht gleich reichsstädtisch. Der Gebrauch des Kapitals zur Mobilisierung von Wirtschaftsprozessen. Oder wenn Sie daran denken, wie er Rom, das er ja kennengelernt hat, mit der babylonischen Hure, überhaupt die Thematisierung von Babylon. Nicht? Das ist sozusagen die Chiffre für das Antiurbane. Da soll man sich, glaube ich, nichts vormachen. Also nein, das ist eine Konstruktion von Urbanität, die ich in Bezug auf das 16. Jahrhundert für anachronistisch halte. Okay, wenn Sie Ackerbürgerstadt als urban aber Sie, begreifen, aber Sie sagen ja sogar... Naja, nehmen Sie doch mal eine Großstadt wie Magdeburg. Ja. Bitteschön, das ist ein Ort, in dem er sich bewegen konnte, in dem er frühe Sympathisanten fand, in dem ein Reformationskonzept, das er entwickelt hat, Platz greift. Und es ist natürlich eine, wir würden sagen, Autonomiestadt oder so. Es ist keine freie Reichsstadt, aber das ist eine ganz und gar städtisch geprägte Welt. Und auch sozusagen der Klosterbruder Martinus ist keine ländliche Figur. Auch der Hintergrund, der familiäre Hintergrund Luthers ist dezidiert städtisch. Das heißt aber, wir haben jetzt so einen kleinen Ausflug gemacht über die Urbanität des Deutschen in dieser Zeit. Aber warum hatte er dann diese wirklich schon, wenn man das heute noch mal liest, in Ihrem Buch sind ja auch Zitate drin, dieser Hass gegen zum Beispiel die Bauern am Anfang, als sie, oder er wird ja dann immer als Fürstenknecht dargestellt. Warum auch der Hass auf die Juden? Woher kommt das? Also ich würde die Frage, also das ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ich würde es dahingehend zunächst mal reduzieren, dass ich sagen würde, Luther kämpft in der Auseinandersetzung mit den Juden um eine christliche Lesart des Alten Testaments. Für ihn ist ganz entscheidend, dass im Alten Testament, das ist mit unserer historisch-kritischen Exegese nicht mehr vereinbar, dass im Alten Testament selbst Christus angekündigt wird. Und er ist überzeugt davon, den Juden sozusagen exegetisch demonstrieren zu können, dass die Messiasgestalt, die dort verheißen ist, auf Christus hinführt.
Und er ist schlechterdings empört und kann es nur als Verstockung interpretieren, dass den Juden das nicht eingeht. Mhm. Und es ist im Grunde im Kern ein Kampf um eine christliche Lesart des Alten Testaments. Wobei er der frühe Luther ja durchaus da positiver war, eben. Auch klar gesagt hat, Jesus selbst war Jude. Mhm. Und das, man kann sich das wahrscheinlich historisch oder lebensgeschichtlich bei ihm aus dieser Enttäuschung erklären, dass das nicht gesehen wird. Aber es ist in keiner Weise entschuldbar, sondern es ist eine Schuldgeschichte der lutherischen Kirche, die daraus entstanden ist, bis zum Holocaust, wo dann auch Luther zitiert wurde. Also das ist jetzt ein bisschen kurzschlüssig. Aber ich denke schon, dass das Luthertum dadurch geprägt war und dadurch auch immer von Luther her ein angespanntes Verhältnis zum Judentum hatte und dass wir erst nach 1945 es wirklich geschafft haben, das aufzuarbeiten. Heute zu sagen, wer Juden angreift, greift uns an als Christen. Das hat die evangelische Kirche also erst vor wenigen Jahren so sagen können. Ganz kleines theologiegeschichtliches Aperçu dazu. Mit der ganzen mittelalterlichen Tradition ist auch Luther der Meinung, die Juden müssten ja eigentlich unter dem Gesetz gestöhnt haben. Mhm. Jetzt schreibt er diese Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude war und äußert darin seine Hoffnung, jetzt ist ja durch die Neuentdeckung des Evangeliums, durch ihn, das gesetzesfreie Evangelium, müssten doch eigentlich alle Juden jetzt in Scharen zum christlichen Glauben übertreten. Ja. Das passiert nicht, zur großen Enttäuschung Luthers. Ja. Hinzu kommt, ab 1535 kriegt er Nachrichten, dass in Böhmen die Juden missionieren. Und das durfte nun im christlichen Mittelalter nun wirklich nicht mehr sein. Und schreibt die Schrift wieder die Sabbater, wo man bis heute nicht weiß, wer das eigentlich sind. Und dann kommt es zu diesen letzten Schritten. Der Reformationshistoriker weiß. Wer sind und dann kommt es zu diesen letzten Schriften, die nun wirklich durch nichts zu entschuldigen sind. Ich würde zustimmen, es ist letztlich die Begriffsstutzigkeit, dass das Alte Testament eben keine direkte Prophezeiung auf Christus hergibt, die aber in dieser Zeit kein kirchlicher und erst recht auch kein reformatorischer Theologe in der Gefolgschaft Luthers hätte anders sehen können. Was man immer wieder einschärfen muss, ist, dass der Grund für Luthers Judenfeindschaft niemals ein rassistischer war. Er hat nie zu Pogromen aufgerufen. Er ist im Vergleich zu anderen Stellungnahmen seiner Zeit zum Thema Juden erheblich maßvoller. Er hat vorgeschlagen, dass die Juden einen ordentlichen Beruf lernen sollen. Und zwar nicht, natürlich nicht selbstständig, aber jedenfalls nicht nur praktisch festgelegt sind aufs Geldgeschäft. Er hat also als Kind seiner Zeit war er besser als manche andere Kinder seiner Zeit. Aber eben da sind die Grenzen. Nicht? Das, im 16. Jahrhundert war wohl anderes zunächst noch nicht möglich. Und man darf dann nur ja nicht das jetzt mit späteren neuen Gründen von Verfeindung zwischen Christen und Juden zusammenmixen. Das ist eine neue Geschichte. Ich würde gerne diese historische Zeit verlassen und wieder auf diesen, wenn man so will, kapitalistischen Weg gehen. Ja. Calvin war ja eigentlich, wenn man von heute aus sieht, der Erfolgreichere. Also er hat mit seiner Prädestinationslehre, die er dann später Max Weber sozusagen als die Voraussetzung des Kapitalismus gesehen hat, ganz Amerika besiedelt. Also und aber auch gleichzeitig eine Art Liberalismus, eine Art Mach es selber, auch eine neue Bewegung, die wir heute wiederum von Amerika kommt, als sehr bedrohlich entdecken. Was ist daran so wichtig, an dieser Entwicklung von Calvin bis heute? Also Calvin ist zunächst mal Jurist und er hat die eigentümliche Art eines Juristen zu denken, also sehr viel systematischer auf die Fragen der Welt bezogen, das durchgehend, und dabei auch eine Form der Bewirtschaftung des Gewissens, die dazu führt, dass Erfolg in der Welt, das ist ja das Zentrum der Weberschen These, ob Calvin das selbst so vor Augen gehabt hat, das ist eine andere Frage. Webers Material ist Material des 18. Jahrhunderts. Aber wir können natürlich sagen, dass wirtschafts- und sozialgeschichtlich die Geschichte des Kapitalismus in den Niederlanden beginnt und von dort über England in die USA geht. Es ist also eigentlich eine calvinistische Erfolgsspur. Und das natürlich in der Frage, wenn wir nicht wissen, ob wir zu den Erwählten gehören, dann möchten wir es aber doch gerne wissen.
Und vielleicht gibt es doch Indikatoren in der Welt, an denen wir es ablesen könnten. Und wenn also Erfolg im Geschäft ein solcher Indikator ist, dann blockiert der etwas, was vorher den Take-off des Kapitalismus abgebrochen hat, nämlich die Neigung zur Refeudalisierung. Nicht? Man hat Geld gemacht und spätestens in der dritten Generation möchte man nicht mehr im Bankwesen sein, sondern das in sichere Anlageformen, refeudalisiert also sein Leben. Und das wird gewissermaßen nunmehr unmöglich. Also hier entstehen Generationen, bei denen nicht die dritte Generation anfängt, Geige zu spielen, wie das bei den Buddenbrooks der Fall ist oder sonst irgendetwas, sondern weiterhin. Damit man das weiß, Risiko, wenn ich erfolgreich bin auf der Welt, dann komme ich in den Weltraum. Das ist Webers These. Da kann man natürlich dran zweifeln. Andersrum gedachter Ablass. Das ist natürlich bei der Spiritualität, Martin Luther, ein anderer Ansatz. Das muss ich sagen, ist auch für mich bis heute im Verhältnis zu den Reformierten etwas, was uns in der Tat, denke ich, unterscheidet. Bei Luther muss man ja sehen, einmal also die Sinnlichkeit, die wir vorhin schon kurz angedeutet haben. Dann Luther war ein großer Liederdichter auch, also gerade über das Singen eine christliche Spiritualität zu entwickeln. Ich denke auch, dass er gesagt hat, der Beruf, die Verantwortung in der Welt. Und schließlich für mich auch immer wichtig, dass er ja deutlich gemacht hat, Familie ist auch ein Zeichen genauso großen Glaubens wie Mönchtum. Bis dahin galt ja der im Kloster war, als der Besserglaubende. Das hat das Luthertum stark geprägt, die lutherische Pfarrfamilie oder auch die romantischen Lutherbilder dann, er, Katharina das und die kleinen Kinder. Das war natürlich der Zündfunke für das Familienbild bis heute noch. Das ist bis heute, denke ich, hinterlässt das Spuren. Aber Herr Kaufmann, nochmal auf diese Frage. Ja. Wie geht man jetzt zum Beispiel, wenn man sich über Reformation Gedanken macht, mit diesen heutigen Sachen um? Zum Sie Beispiel die Kreationisten. Die Kreationisten lesen die Bibel genauso wörtlich, wie sie Luther gelesen hat. Ne? Sagen, Moment, das kann nicht sein, dass Darwin recht hat. Wir haben nur 6000 Jahre. Es sind im 7. Jahrtausend. Gleichzeitig aber auch die rein auf den Kapitalmarkt fixierten, auf den jetzigen Gewinn fixierten Überlegungen, die auch aus dieser Reformationsbewegung kommt. Dieser zusammengecrashte Finanzmarkt hat auch etwas vielleicht damit zu tun. Also, drittens diese aggressive Mission etwa in Lateinamerika oder also, in Afrika. Ja, also was ich zunächst mal sagen würde, was sozusagen die Kapitalismusthese Webers angeht, also lupenreiner Calvinismus ist es in keinem Fall. Ja. Ganz klar ist für Calvin und alle reformierten Theologen seiner und der nachfolgenden Generation, dass es so etwas wie eine Sozialbindung von Kapital gibt. Also eine Sozialverpflichtung, die sich aus Eigentum ergibt, also nicht schrankenlose Akkumulation, dass diese Konzeption des sogenannten Syllogismus Practicus, also des Rückschlusses aufgrund eigener sozusagen Lebensleistung, eigener Erwerbserfolge auf den Erwählungsstand, dass das nur in einem relativ dünnen Strang der calvinistischen Theologie eine Rolle spielt. Also insofern würde ich heute, und das wird in der Fru-Neuzeit-Forschung, soweit ich sehe, eben auch durchweg getan, zu einer Differentialanalyse der jeweiligen sozusagen ökonomischen Erfolgsszenarien raten. Das bedeutet eben auch, dass man ökonomisch erfolgreiche Gruppen wie die Mennoniten in den Niederlanden in den Blick nimmt, wo sie größte Schwierigkeiten haben, irgendwie eine lupenreine präsentationistische. Diese Rückwendung sozusagen in die Welt hinein, also Weltgestaltung, Weltverantwortung. Also tatsächlich die Stichpunkte Kreationismus und Mission nochmal aufzuhören. Ist das das, was man auf Reformation im weitesten zurückführt? Also ich würde schon sagen und würde da eigentlich dazu neigen, einen, sagen wir mal, etwas weiteren Bogen der lateineuropäischen Christentumsgeschichte zu ziehen. Auch das vorreformatorisch katholische Christentum hat Momente der Weltgestaltung. Der produktive florentinische Kaufmann versteht sich sehr wohl als Christ. Also die Burckhardtsche Lesart, dass dies alles sozusagen mehr oder weniger Entchristianisierungsprozesse sind, ist historisch alles andere als angängig. Also insofern, das Moment der Weltgestaltung ist dem abendländischen Christentum durchaus vertraut. Mhm. Freilich, und das ist eben das Spezifische der Reformation, dass die, wenn man so will, die soziale Auslagerung besonders verdichteter, intensiver Christlichkeit im Kloster dahin geht. Es ist also
die Welt, die Familie etc., der alternativlose Ort der christlichen Lebensgestaltung wird. Frau Kirsten, wie gehen Sie mit den Evangelikalen um? Also ist das eine, gibt es sozusagen eine quasi katholische Kirche der reformierten Kirchen oder gibt es da tatsächlich große Widerstände, wo man sagt, also mit denen zusammen kann ich nicht? Also da müssen wir natürlich unterscheiden, ob wir jetzt mit der evangelikalen Bewegung in Deutschland im Gespräch sind. Ich denke, da gibt es Gesprächskontakte oder mit den charismatischen Bewegungen in den Ländern des Südens. Da ist es sehr schwer, erstmal in Kontakt zu kommen, weil es meistens gar keine theologischen Konstrukte gibt, über die man in Kontakt sein kann. Da kann ich mit einem Katholiken ja ganz anders auch über theologische Fragen sprechen, als wenn eine Pastorin, die neulich bei mir war, aus der chinesischen Kirche, die mir erklärte, sie sei postkonfessionell. Die konfessionellen Differenzen der Europäer des 16. Jahrhunderts interessierten ihre Kirche gar nicht. Dann ist es sehr schwierig, in ein Gespräch miteinander zu kommen. Und da ist dann eine Form von Individualität zum Teil vorhanden. Der Erfahrung der Geisttaufe, die sich mit unserem Verständnis von evangelischer Kirche dann auch der Weltverantwortung kaum in Einklang bringen lassen. Aber das sind sehr verschiedene Gruppierungen und es gibt noch keine Form, wie wir dieser Herausforderung begegnen, weil das sind die schnell wachsenden Kirchen im Süden. Herr Pesch, wir sind weit über die Zeit schon, aber letzte Frage, kurze Antwort. Wann wird denn Martin Luther selig gesprochen? Gar nicht. Das wäre das größte Unrecht, das man ihm tun könnte. Ja. Aber was ich mir wirklich für 2017 wünsche, und das muss natürlich lange vorbereitet werden, die Prozesse in Rom dauern also bekanntlich also länger, als man in Deutschland sowas machen würde. Ja. Irgendeine Form von Rehabilitation Luthers muss passieren. Das könnte beinhalten eine Erklärung des Papstes oder der Glaubenskongregation, die aufgrund der Ergebnisse auch der katholischen Lutherforschung feststellt, zum Zeitpunkt seiner Exkommunikation hat Luther mindestens mal bis dahin keine Lehre vertreten, die nicht schon im damaligen Kontext durchaus legitim gewesen wäre. Es gibt von den sogenannten Irrtümern Martin Luthers, die Grundlage der Verurteilung waren, wenn es gut geht, noch drei, worüber überhaupt diskutiert werden könnte, geschweige denn, aber keine Verurteilung. Das Zweite, dass man aber auch mal zugibt, den Bann kann man nicht mehr aufheben, der ist mit dem Tod des Luthers erloschen, aber dass man ihn rehabilitiert. Mhm. Nicht zur Gänze, man kann wirklich nicht alles rehabilitieren, aber das. Drittens, dass man, darf ich gerade zu Ende reden? Ja. Drittens, dass man auch mal zugibt, was wir von Luther gelernt haben und inzwischen stillschweigend, sogar bis in das Gottesdienstliedgut hinein, wo jetzt im Unterschied zu früher auch Ross und Reiter genannt werden, wenn ein Lied von Martin Luther kommt. Und dass es immer noch unabgegoltene Fragen gibt, mit denen wir uns in der Zukunft auseinandersetzen können. So etwas müsste von Rom aus geschehen. Und wenn das überhaupt nicht geschieht, würde ich sogar, selbst wenn ich jetzt wieder eine plakative Schlagzeile riskiere, würde ich sogar sagen, dann sollte sich die evangelische Kirche darauf beschränken, Symposien und Tagungen zu machen zu diesem Datum, aber nicht versuchen, krampfhaft ein ökumenisches Ereignis draus zu machen, also, wie es immerhin 1983 geschehen ist. Okay, also möchten Sie das eigentlich, was ich sage? Aber wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, am Anfang gesagt, aber ich finde, Herr Pesch hat ein gutes Schlusswort da gesprochen. Also die angemessene Rehabilitation Luthers kann nur darin bestehen, die Kirche, die sich in welcher Gebrochenheit auch immer auf ihn in besonderer Weise bezieht, als Kirche anzuerkennen. Das ist die einzige bis heute überhaupt diskutable Form der Rehabilitation. Richtig, aber das muss man begründen. Und aber wenn sie als Kirche anerkannt wird, dann hätten wir eine gegenseitige Anerkennung der Ämter und dann könnten wir auch endlich Eucharistie-Abendmahl miteinander feiern. Und ich glaube, dass das viele ist, was viele in unseren Gemeinden auch wirklich wollen, in katholischen wie in evangelischen Gemeinden. Okay, sagen meine Herren, die Stunde ist um. Ich glaube, diesmal kann uns keiner vorwerfen, dass wir ein wichtiges Datum verschlafen haben. Vielleicht, so Gott will, können wir im Jahre 2017 nochmal in dieser Konstellation zusammensitzen und dann überlegen, was wir alles damals gesagt haben und was eingetroffen ist. Ihnen zu Hause danke fürs Zuschauen. Auf unserer Homepage finden Sie alles, was Sie zu Ihrer Information benötigen. Und in der Mediathek die Sendung, die Sie immer wieder anschauen können, wann immer Sie wollen. Hinweisen möchte ich aber noch auf dieses Buch. Wo ist es? Die Reformation 1490 bis 1700, das Standardwerk von Diamond McCulloch aus dem Jahre 2002. Das Buch, das ist noch ein Leseexemplar,
wird in den nächsten Tagen oder in diesen Tagen auf Deutsch erscheinen. 1000 lesenswerte Seiten. Und am 28. Oktober, ja, Sie schütteln den Kopf, ich habe es auch nur, ob sie alle 1000 lesenswert sind, aber zumindest das, was ich gelesen habe, war hochinteressant. Und am 28. Oktober wird auch das Einstein-Forum in Potsdam einen Workshop zum Thema veranstalten, und zwar hier im Französischen Dom in Berlin. Unter anderem wird auch Professor Pesch dort reden. Aber bis zum nächsten Nachtstudio hat das letzte Wort, nein, nicht Luther, obwohl es so viele schöne Zitate von ihm gibt, vom Apfelbaum bis in der Woche Zwier. Nein, es ist Friedrich von Logau, von dem es noch nicht einmal ein Bild gibt. Friedrich von Logau sagt mitten in den Wirren des 30-jährigen Religionskrieges den berühmten Satz, Sie kennen ihn alle, Alexander Kluge hat ihn für einen Filmtitel verwandt, aber er ist wirklich großartig. In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Ob das auch 2017 gilt, wir warten es ab.